Was würdest du sagen, ist die wichtigste Kompetenz im, ja, du jetzt im Sinne von Führungskompetenz? Also was ist die wichtigste Kompetenz, die man als jemand hat, der ein Team führt? Was ist das Wichtigste? Ja, ich glaube, das Wichtigste, was eine gute Führungskraft, einen guten Leader ausmacht, ist, die anderen durch seine Taten glänzen zu lassen. Seine Teammitglieder sozusagen auf Siegertreppchen zu stellen. Das macht am Ende, macht das die gute Führungskraft aus, weil wie bist du als Führung, was ist dein Job als Führungskraft? Dein Job als Führungskraft ist zu führen, sprich dafür zu sorgen, dass eine Gruppe von Menschen erfolgreich irgendwelche Dinge auf die Straße bringt. Und wie machst du das? Natürlich dadurch, dass die Leute, die das tun sollen, ne, weil du als Führungskraft bist ja in der Regel nicht der Hand anlegt und dann und die Dinge selber macht, sondern dein Job ist dafür zu sorgen, dass die Leute das machen. Das kriegst du halt dadurch hin, dass die Leute super motiviert sind, dass die motiviert bleiben vor allen Dingen, dass die Leute das als ihr Baby, als ihre Verantwortung ansehen, dass die Leute intrinsisch motiviert dazu sind, da auch was Geiles auf die Straße zu bringen. Und das kriegst du natürlich insbesondere dadurch hin, dass die Leute am Ende diejenigen sind, die glänzen, die den Erfolg für sich verbuchen können, die, was weiß ich, den Applaus der anderen erhalten, die sich dafür dann zurecht feiern lassen können, etc. Und ich glaube, da ist dann, da kommt dann so ein bisschen so dieser Moment ins Spiel, wo du als Führungskraft dir dann vielleicht sozusagen von der stilleren Ecke aus denkst, so, ja, der Gentleman genießt und schweigt, wenn da deine Leute vorne stehen und dafür gefeiert werden, weil am Ende ist es dann natürlich auch dein Erfolg. Sehr gut. Das ist auch das Geheimnis, wahrscheinlich die Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden, ne? Sie selber in den Fokus zu stellen und sie glänzen zu lassen. Oder? Ja, also es gibt ja viele Studien, die sozusagen herausgefunden haben, dass man Mitarbeiter nicht motivieren kann, sondern dass man sie nur demotivieren kann. Und ja, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte beim Binden. Da gibt es dann natürlich auch wieder viele kleine Tricks und Hacks, wie man das sozusagen mit ein paar kleinen Kniffen umsetzen kann. Aber so die Grundphilosophie an der Geschichte ist, solange die Mitarbeiter motiviert sind, solange die Mitarbeiter ja, das Gefühl haben, an ihrem Ding zu bauen, an ihrem Baby zu bauen, ne? Es gibt ja diese Metapher von wegen, nein, sie setzen nicht einfach nur irgendwelche Steine aufeinander. Nein, sie bauen auch nicht einfach nur eine Mauer, sondern die Mitarbeiter wissen, dass sie hier gerade an einer Kathedrale mitbauen. Das ist halt das, was natürlich, ja, was die Leute einfach bindet und was die Leute auch nicht mal ebenso zum Konkurrenten oder zum nächsten Headhunter abhauen lässt. Das heißt, das gemeinsame Warum, ne? Das Ja, Ziel muss klar sein, genau. oder? Das große Ziel, das Warum, der Purpose, was wollen wir damit erreichen? Wie machen wir die Welt besser, beziehungsweise wie machen wir die kleine Welt für unsere Kunden, unsere Zielgruppe, ein kleines Stückchen besser, für uns selbst ein kleines Stückchen besser? Warum machen wir das? Das ist schon super wichtig, ja. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.